Dieses Programm zeigt schockierende Bilder, die nicht für alle Zuschauer geeignet sind. Die Namen der Toten wurden geändert. Spielen Sie nichts aus diesem Programm nach. Es wäre Ihr sicherer Tod, Tod, Tod. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, er ist die fette Krokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und die ein oder andere Anfrage kam schon mit Falling in Reverse. Habe ich das jetzt mal richtig ausgesprochen? Falling in Reverse? Reverse? Falling in Reverse? Wahrscheinlich nicht. Ich komme mit diesem dritten Wort einfach nicht so. Ich werde damit nicht mal. Reverse. Reverse. Falling in Reverse. Falling in Reverse, war das jetzt richtig? Ist egal. Mit ihrem neuesten Song Voices in My Head, Metalcore aus Amerika. Das Ganze um Ronnie, der wirklich ein absolut talentierter Sänger ist. Ronnie Radke, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Und ich will die Videos immer gar nicht mehr so in die Länge ziehen und irgendwas großartig ansagen. Ich meine, wir hatten die Band jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass wir sie machen. Deswegen habt ihr bereits schon alle Informationen. Ansonsten findet ihr alle Links in der Videobeschreibung. Checkt es gerne selber aus. Wir springen direkt rein ins Video. Und ich bin sehr gespannt, was uns Ronny diesmal serviert. Und Zombify zum Beispiel fand ich mega geil. Läuft fast täglich einmal in meine Ohren rein, weil ich diesen Song so abgöttisch geil finde. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das mit Voices im Head diesmal auch schaffen. Von daher ab rein ins Video. Der Song geht auch nur 3 Minuten. Also da ist nur 3 Minuten. Er geht 3 Minuten und ich bin sehr gespannt, wie und ob er uns umhauen wird. Wie gesagt, der Junge hat eine absolut tolle Stimme. The voices in my head keep on telling me to pray, cause I'm spinning like a carousel, circling the train. Hit the bottom of the bottle, I don't wanna feel the pain, but that is all I got for now, I don't wanna talk about. The voices in my head keep on begging me to stay, if I pull the trigger now, then the demons go away. And I know my time is coming, krass, dass der das auch einfach so rappen kann, wa? Das Rap, ja. The voices in my head keep telling me to choose a side. It's heaven or hell, like it's do or die. I'm a sad boy, you know better. Please don't make this last forever. The voices in my head keep telling me I'm not okay. It's feeling like a hurricane in my brain. Dark clouds, hard times, bad weather. Please don't make this last forever. The voices in my head keep on telling me I'm gonna. Also dieses finde ich irgendwie gut. Ich muss hier eine FSK 18 vorher machen, so, der ist ja wieder brutal. Was ich hier aber wieder direkt sagen muss, ist, ich finde, der Typ kann halt auch, das ist schon Rap am Anfang, oder? Ich würde schon sagen, das ist Rap, also er kann auch wirklich geil rappen. Und was ich immer sagen muss, wenn ich diese Videos von Falling in Reverse, ist egal, von Falling sehe, die sind immer auf einen qualitativ so hochwertigen Standard bei denen. Das sieht immer so mega geil aus. Aber ich hoffe, dass er wie bei Zombiefight nochmal so richtig ausrasten wird später. Keep on telling me I'm cursed, I'm paranoid, I don't wanna make it any worse. Oh komm, er flippt jetzt noch richtig aus. Ich hab mega Bock drauf. The voices in my head keep on telling me I'm cursed, I'm paranoid, I don't wanna make it any worse. We're all gonna die, but first things first, I'm gonna take the world with me when they put me in the dirt. Move! Ja, geil. Flip meine ich. So
sowas fetzt immer, sowas sehen wir, sowas feier immer. Das finde ich gut. You fuck. Ja, FSK 18. Auf jeden Fall. Ja, das war ein Falling Reverse mit Voices in My Head. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein aktuelles Album zu gibt. Egal. Epitaph Records ist das Ganze erschienen, also unter Epitaph Records. Das Ganze hat auch schon, ist am 27.05. rausgekommen, also vor nicht mal einem Monat, hat schon fast 6 Millionen Aufrufe. Wir sind einer davon. Woo! Auf jeden Fall, der Song ist gut, aber kommt noch lange nicht persönlich an Zombie Fight ran. Ich fand Zombie Fight teilweise, ich bin kein großer Metalcore-Fan, aber ich mag diese Band wirklich sehr, weil dieser Ronny, der hat, der kann so geil rappen, der kann so richtig geil ausflippen und das hat mir so ein bisschen gefehlt hier, wobei Zombie Fight, wie er so richtig durchgedreht ist, so, oh, das war so, so mega geil. Hier ist der Fokus mehr so auf, ja, will man Rap sagen, ich weiß es nicht, aber ein bisschen mehr Clean Gesang, ein bisschen mehr Rap, so, also dieses richtig, dieses Ausrasten, dieser Breakdown, ich weiß immer nicht, ob das ein Breakdown ist, aber ich denke, es ist ein Breakdown, der war ganz cool. Ich meine, das ganze Video war wirklich mega geil. Ich liebe visuelle Sachen, also alles, was man mit dem Auge so sehen kann, finde ich geil. Ich liebe Musikvideos, das macht das Ganze einfach nochmal ein bisschen anders und wie gesagt, die Videos haben einen unfassbar hohen Standard bei ihm, das ist also bei der Band, das finde ich super geil und das Ganze hat mich hier stark an Matrix 2 erinnert, wo Neo gegen den ganzen Agent Smith kämpft und hier kämpft er sie gegen sich selber, so ein innerer Kampf mit sich selber, Voices in My Head würde also dementsprechend passen. Natürlich kann ich euch zu den Lyrics wieder nichts sagen, weil mein Englisch ist einfach mal grottenschlecht, aber es geht hier auch nicht um den Text, sondern es geht halt um den Song und ich finde diesen Song, er war gut, aber er kommt nicht an Zombie Fight ran oder Popular Monster, so, das sind so, aber er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht übertrieben gut und das muss man halt auch ehrlich sagen, aber es macht Spaß, ihn zu hören. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ihn wie zum Beispiel Zombie Fight täglich hören könnte, obwohl ich auch sagen muss, und man öfter mal manchmal Songs hört, umso besser werden sie auch. Vielleicht ist das hier auch der Fall, aber dieses das bleibt im Kopf. Das bleibt richtig im Schädel drinne, was ja auch eine schöne Sache ist. Leute, wie fandet ihr den Song? Haut's in die Kommentare, jetzt geht in die Kamera, ich spuck. Nee, ist irgendwie kein Tropfen zu sehen. Ekelhafte Vorstellung. Haut's in die Kommentare, Videobeschreibung, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Band, zum Video, zu dem Label. Checkt's gerne aus, lasst mir gerne noch ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben, das hilft dem Video auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, auf Wiedersehen.